Na, habt ihr das im letzten Part gesehen? Genau so kann es nämlich manchmal laufen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman Legends. Damit meine ich sowohl die Tatsache, dass ich es am Ende noch geschafft habe und dann nochmal dazugeschnitten habe, als auch die Tatsache, dass ich extrem lange für wenige Level brauche. Das wollte ich nur mal so sagen. Es geht weiter mit Lichter des Todes, dem zweiten Level von See der Oppo. Nee, das war. Ozean der Opportunitäten und der war bei Rayman Origins. Nein, das hier ist 20.000 Lumps unter dem Meer. Das war, glaube ich, einer der einfacheren Level. Deshalb erstmal ein wenig probieren. Das geht nämlich über Studieren, das wissen wir alle. Dementsprechend versuchen wir es mal. Bam. Was? Oh, okay. Ich habe gegen die Wand geschlagen, das war nicht gut. Ja, ich habe auch gedacht, ich habe es geschafft. Tut mir leid. Passiert ja jedem. Dum 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 dum. Hier kann man viel abkürzen, tatsächlich viel Zeit sparen. Das ist nicht so wie im letzten Level, im letzten Part, wo wir wirklich oh fuck, das war jetzt unerwartet, sehr schnell sein müssen und kaum Zeit einsparen können, weil wir auch vorsichtig sein müssen. Okay, doch, nein, das ist. Okay, ihr seht, das war langsam, sehr langsam sogar. Da habe ich nämlich wenig Zeit eingespart. Der schnellste, der mir angezeigt wird, habt etwas mehr als etwas weniger als 30 Sekunden gebraucht. Versuchen wir das doch mal. Ja, aber das geht bei solchen Leveln. Bei dem einen Level, wo ich gemeint habe, dass es. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, welcher genau das gewesen ist, aber ich habe irgendwann mal gemeint, dass es. Dass man da kaum einsparen kann. Bei dem kann man das natürlich nicht hinkriegen. Und, ja, was weiß ich, wie viel genau das ist. Aber ich halt irgendwas unter 30. Das geht dann natürlich nicht. Aber ihr seht, dieses Mal sind wir einfach deutlich schneller, weil wir es schon mal hingekriegt haben. Und das ist wirklich einfach gewesen dieses Mal. Kaum Probleme gehabt. Deshalb probieren, nochmal probieren, nochmal probieren und dann klappt es einmal und dann klappt es nochmal besser und dann klappt es irgendwann mal perfekt. Palast in der Tiefe, nächster Level. 3 Minuten schon, okay. Da habe ich Schlimmeres gehabt. Hehehe. Boah, dass es hier noch Lumps gibt. Wow, ich bin ja beeindruckt. Aber ich glaube, die gab es schon bei jedem Level. Aber die liegen hier halt irgendwie bei den Gegnern. Wisst ihr, nochmal so doppelt viel, doppelt so viele Lumps, wie man normalerweise kriegt. Mist. Das war nicht richtig. Oh nein, Tür über Tür. Oh. Aber wenigstens ist der Level hübsch und spaßig. Sieht zumindest spaßig aus. Okay. Hier muss man genau das machen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Oftmals die Seite wechseln und hey, easy peasy, lemon squeezy. Fast der first try, wenn nicht der first try, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und da haben es Leute sehr schnell geschafft. Ich sag nur 24 Sekunden, also. Und auch Leute tatsächlich 40 Sekunden für, nee, 50 Sekunden, genau, 50 Sekunden für gebraucht. Fantastisch. Licht im Dunkel. Dann nehmen wir mal Licht im Dunkel. Okay. Wieder ein Murphy, originaler Murphy Level. Oh mein Gott, ist es der Level? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Das hier ist der Level, von dem ich geredet habe. Der schlimmste Level in Rayman Legends. Das ist der absolut schlimmste Level, den es jemals gegeben hat. In überhaupt einem Videospiel. Für mich persönlich, du Anus. Ja gut. Ehrlich gesagt finde ich ihn sogar sehr unangenehm. Ich habe jetzt schon
irgendwelche Probleme, ehrlich gesagt, hier überhaupt den ersten Raum hinzukriegen. Hey, was? Okay. Ja, auf was will ich jetzt eigentlich konkret hinaus? Darauf, dass dieser Level nicht machbar ist, im Grunde genommen. Und ich es jetzt ein paar Mal versuchen werde, aber ich ehrlich gesagt wahrscheinlich aufgeben werde. Schlicht und ergreifend, weil die Mischung aus fucking... Was zum Teufel? Die Mischung aus fucking Gegnern, Dark Rayman, wenig Zeit und zu vielen Gegnern auch nervig ist. Und nicht funktioniert. Nicht nett, Ubisoft, nicht nett. Also wie gesagt, das war wir diesen Level hier. Oh mein Gott. Gott, oh mein Gott, was mache ich? Oh mein Gott, was war das für ein Skill? Oh mein Gott. Das war gerade wohl die beste Technik, die ich jemals in diesem Level gehabt habe. Und die hatte ich unabsichtlich. Und ich muss sie nochmal anwenden. Keine Frage. Das war ziemlich perfekt, ehrlich gesagt. Man kann in dem Level extrem fett abgehen. Oder man kann extrem fett verkacken. Eins von beiden macht man nämlich auf jeden Fall. Und wenn du extrem fett abgehst, dann hast du den Level geschafft. Vielleicht knapp, vielleicht krass, aber du hast ihn geschafft. Wenn du aber extrem fett abkackst, oder, naja, gut, okay. Für mich ist extrem fett abkacken halt, wenn du ihn nicht schaffst. Und das schaffst du eigentlich nur, den Level schaffst du eigentlich nur, wenn du halt extrem krass drauf bist. Ich weiß, ich nehme mich krass vor, aber das hier übersteigt teilweise wirklich meine ganze Krassheit, ne? Aber was ich vorhin gemacht habe, ohne Witz. Ich muss es nochmal versuchen. Alter, was war das denn? Ich hab doch nach oben geschlagen. Naja. Das ist der Level, der wahrscheinlich mein Gamepad kaputt gemacht hat. Dumm. Oh mein Gott, 9 Sekunden. Oh mein Gott. Und jetzt durch. Okay, soweit so ausgezeichnet. Ah, oh, meine Fresse. Okay. 10 Sekunden für 3 Räume, glaube ich noch. Oh mein Gott, diese fiesen Franzosen, ey. Oh mein Gott. Seht ihr, das ist der Bullshit. Dieser Wichser muss auf der konkret anderen Stelle spawnen. Fucker. Okay. Ich meine, wir haben es immerhin hingekriegt. Also mal schauen. Ey, 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 ey. Okay, kann mir irgendein Arschloch auf dieser Welt erklären, wie ein Spanier? Warte mal, wer ist denn ganz vorne? Lasst mich mal kurz gucken. Kann mir irgendjemand auf dieser Welt erklären, wie ein Amerikaner oder US-Amerikaner in diesem Level tatsächlich nur 20 Sekunden braucht? 20. Zieht euch die Scheiße einfach rein. Wahrscheinlich war er zu viert, also das ist keine Frage. Der war wahrscheinlich nicht alleine wie ich. Und selbst wenn ich zu zweit wäre, würde ich, glaube ich, hier ziemlich geil abgehen. Aber ich glaube, auch zu zweit wäre ich nicht sonderlich viel besser als aktuell. Ich glaube, zu dritt und zu zweit macht einen Unterschied. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es einen großen Unterschied für mich gemacht hat, als ich den Level privat versucht habe. Oh fuck. Oh, dieses Mal sind wir deutlich langsamer. Alter, 9 Sekunden, wie habe ich das hingekriegt?
Seht ihr, ich weiß nicht genau, wie ich das vorhin hingekriegt habe. Ich meine, ich bin durch diese Knochen durchgegangen und da hab den dann trotzdem noch irgendwie erwischt und bin dann noch hochgebounced. Das habe ich überhaupt nicht geblickt. Okay, dieses Mal sind wir relativ schnell. Versuchen wir es dieses Mal nochmal. Weil wenn wir das wirklich schaffen, wenn wir das wirklich so schaffen wie vorhin und in dem einen Raum noch 9 Sekunden mitnehmen, also 9 Sekunden brauchen, dann kriegen wir das hin, dann kriegen wir das wirklich hin. In unter 40 Sekunden. Ansonsten muss ich mich halt wirklich an andere Leute wenden, die mir halt behilflich sind. Aber aktuell habe ich eher nicht meine Wii-Controller und sonstiges da, mit denen ich dann mit Kollegen irgendwie zusammen diesen Level bewältigen kann. Oh Mann, Alter. Nein, was? Da spawnen ja auch noch welche. Oh, Scheiße. Fast 22 Sekunden. Du-da-da-da. Oh, Alter. Bam, 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 bam. Das Blöde ist, ich werde diesen Level jetzt sicherlich nicht hinkriegen, falls ich es nicht alleine hinsch... Oh, Scheiße. Falls ich es alleine nicht schaffe, werde ich ihn ganz sicher nicht in den nächsten, ja, in der nächsten Woche hinkriegen. Schlicht, weil ich meine Controller nicht da habe. Meine Güte. Und das nicht machen kann alleine, wenn ich's. Ich habe halt keine Freunde, die mir Wii-Controller irgendwie ausleihen. Wii ist halt echt nicht so das Zeug, was man halt in dem 16er-Bereich groß spielt. Ist ja natürlich irgendwie klar, alles muss dreckig und schmutzig sein. Sonst ist es nicht cool genug für uns. Scheiß drauf. Im Moment ist nicht die Zeit, Kritik an der aktuellen Gamerlandschaft zu äußern. Oh fuck, wie schlecht bin ich eigentlich? Im Moment ist Zeit, Kritik an sich selber zu äußern. Oh, Scheiße, geht doch ein bisschen schneller auf die Plattform. Ich weiß, ich fluche extrem schlimm im Moment. Wisst ihr was? Ich werde jetzt noch einen weiteren Level machen. Oh, fuck. Und dann werde ich das vielleicht noch offscreen machen. Vielleicht. Okay. Okay, danke. Go, und weg sind wir. Ja, wie gesagt, noch einen weiteren Level versuchen. Falls der klappt, klappt er. Falls er nicht klappt, klappt er nicht. So einfach ist die heutige Welt. Aufzugattacke. Lustiger oder ein lustiger Level? Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Sieht unlustig aus. Denn ich hasse Flattern. Denn ich hasse Flattern. Dum, 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 dum. Da fühle ich mich immer so unglaublich langsam. Und das bin ich eigentlich auch. Aber im Moment, ich meine, first, nein, second try, glaube ich. Weil ich ja so interessant gestorben bin. Vorhin. Dum, 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 dum. Holy! Na, so was von vorhersehbar, ey, so was von vorhersehbar. Also ich meine, wenn es etwas gibt, was klar gewesen ist, ich meine etwas, was wirklich vorhersehbar gewesen ist, was gegen jegliche Regeln der Physik verstoßen hat, indem es tatsächlich schon die Zukunft vorhergesagt hat, dann war es diese Scheiße gerade eben. Dum 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 dum. Ach du Kacke, das kann nicht wahr sein, ey, das kann doch nicht wahr sein. Also mit der Geschwindigkeit kommen wir hier gut durch. Bitte lass dich nicht treffen. Danke, lieber Eremitenkleinling. Ich habe deinen Namen nicht vergessen, keine Sorge.
Kann ich die Dinger eigentlich kaputt machen? Es wäre sogar noch bitterer. Oh, damit habe ich Zeit gespart. Damit habe ich Zeit gespart. Damit kann ich jetzt eine ganze Menge schlicht laufen. Boah, das ist gut. Damit habe ich wirklich Zeit gespart. Auch wenn ich jetzt noch ein bisschen länger brauche. Ja, zum Beispiel für sowas. Nein, und dann konnte ich nicht. Ich will doch einfach nur ausprobieren, ob man das Ding überhaupt kaputt machen kann. Ah, das Laufen ist echt nicht gut. Warte, dann versuche ich es nochmal so. Go! Ja. Ich liebe es mir, Livestreams. Ich liebe es mir, Speedruns zu Rayman Legends anzuschauen. Das macht unfassbar viel Spaß. Diese Speedrunner, die Rayman Legends wirklich gut können, die sind echt skillig. Alter, Leute, warum flattert er nicht? Tut mir leid, ich lenke ab. Können ja Rayman Legends unfassbar gut und haben sich das ganze Jahr mehrere Millionen Mal angetan. Sicherlich. Und deswegen finde ich halt einfach echt am allerinteressantesten, mich so vielleicht so ein bisschen mit den Fit zu vergleichen. Mal so, wenn sie halt Fehler machen, dann finde ich mich fast schon krass, dass ich die gleichen Fehler mache wie ein Speedrunner, ja? Das ist interessant, was ich manchmal so ein bisschen in mir drin verspüre. Okay, dieses Mal. Ah, scheiße. Okay, kann man nicht machen. Dann wissen wir das jetzt auch. Freut ihr euch auch, wenn ihr den gleichen Fehler macht wie Speedrunner? Ich tue das. Ach, geil, danke. Sieht aus, als hätten wir 4 zu 3 im Moment. Interessant. Was will uns Ubisoft dazu sagen? Remake von Rayman Origins, Rayman Legends meine ich. Ich muss gerade lesen. Kann ich ja eh direkt neu starten. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wir haben eigentlich Herbst im Moment. Plötzlich fange ich an, so oft zu niesen. Ich muss mal schauen, vielleicht habe ich mich erkältet. Mein Bruder ist nämlich auch ein bisschen erkältet, aber der hat keinen Schnupfen mehr. Er hat einfach nur. Was hat er überhaupt? Husten, glaube ich. Ah, du kleines Pisskind. Alright, ja, ich weiß. Der Alter hört sich auch schon gelangweilt an. Oh Mann, nicht schon wieder. Tut mir leid, Alter. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich hab Spaß daran. Eine ganze Zeit lang sterben und ich muss dich wiederbeleben. Was ist los eigentlich? Stimmt, wer belebt uns eigentlich die ganze Zeit wieder, Rayman Legends? Gibt ja eigentlich keinen großen Grund, warum wir die ganze Zeit ein neues Leben kriegen. Vielleicht ist es ja tatsächlich der Magier, der uns auch die Kraft der Feuerfaust gibt. Feuerfaust, Eremitenkleinling. Meretenkleinling, die Ace. Oh, okay. Go, ja, go. Da, 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 da. Okay, dieses Mal sollten wir es schaffen. Alleine von der Zeit her ist das kein Problem mehr. Oh, Backe. Aber die Schwerter machen mehr zu schaffen. Oh, na. Okay, wenn wir es dieses Mal nicht schaffen, ich meine, es ist unnötig, ich krieg das. Wenn wir es dieses Mal nicht schaffen, werde ich das Ganze hier offscreen machen. Wie schon vorhin erklärt, nur Commentary, nur Gameplay, kein Commentary. Das lässt sich dann auch eigentlich ganz easy machen. Und damit danke ich euch fürs Zusehen. Auf das Mentionen, Freunde. Bis zum nächsten Part von Let's Play Rayman Legends. Tschüss. 3, 2, 1, go!